Servus zusammen, heute mal von meiner Seite. Es ist Sonntag und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir sind gerade in einer Vorbereitung für einen Wettkampf jetzt im Herbst. Und wir waren eingeladen bei Freunden zum Grillen und wir sollten uns um den Dessert kümmern. Und da haben wir gedacht, komm, ich habe noch so viel Speisequark im Kühlschrank, ich versuche das einfach mal irgendwie ein neues Rezept herauszukriegen und daraus ein schönes Dessert für unsere Bekannten zu machen. Das hat so gut funktioniert und ist so gut angekommen, dass ich das heute direkt nochmal mache, um den Rest auch zu verbrauchen und unseren Klienten morgen nach dem Training zu geben. Was braucht ihr für diese Proteinschnitte, nenne ich sie jetzt einfach mal? Wir brauchen, also das wird dann eine richtig große Menge für eine richtig große Gruppe, ja? Das sind 150 Gramm Whey-Protein. Ich habe jetzt Vanillegeschmack genommen. Dann habe ich 150 Gramm gehackte Mandeln genommen. Man kann sie aber genauso gut auch gemahlen nehmen. Also je nachdem, so hat man halt, finde ich, noch ein bisschen Biss drin. Dann brauchen wir 1 Kilo Speisequark, Magerstufe. Backpapier. Ein bisschen Mandelaroma, so ein kleines Fläschchen, Zimt, Beeren, ich habe jetzt einfach mal so, ich glaube es sind so um die 180 Gramm Heidelbeeren und Himbeeren genommen, tiefgefroren und Eier, 3 ganze Eier und 3 nur das Eiklar. Genau, und wie funktioniert jetzt das Ganze? Im Grunde ganz einfach, ich hole mal eine Schüssel. Und das Rührgerät. Den Backofen, den habe ich schon mal auf Ober- und Unterhitze auf 180 Grad vorgeheizt. Und jetzt ist es im Grunde ganz einfach. Ihr müsst nur alle Zutaten, die ich euch genannt habe, hier in eine Schüssel tun. Alles rein. Gramm Magerquark, der gute Quark. So. Die zweiten 500 Gramm. Das Whey-Protein, die Mandeln, Zimt, ich bin da immer sehr großzügig, was Zimt angeht, ich liebe Zimt, ich nehme so 1,5 Teelöffel, Backpulver brauchen wir auch 2 Teelöffel. Doch mit der angefangenen Packung nicht ganz hin. Die noch. Und jetzt die Eier. Am besten immer erst trennen, weil sonst könnte es schief gehen. Da freut sich unser Hund. Der Rocky über das Eigelb. Viele fragen immer, hey, was macht ihr immer mit dem ganzen Eigelb? Es ist gut für das Fell unseres Hundes. So. 3 Eier klar. Und jetzt noch die 3 Volleier rein. Das verrührt ihr einfach jetzt zu einer Masse, verrühren die Früchte noch nicht, die heben wir ganz zum Schluss unter. Erstmal die Hände waschen. Mein Kabel ist nicht ganz so lang. Jetzt habe ich das hier alles an den Löffel kleben, war ja klar. Und Gas.
So, das ist jetzt alles zu einer schönen gleichmäßigen Masse. Und jetzt brauchen wir hier unsere Beeren. Und die heben wir einfach so ohne das Rührgerät unter, damit die nicht ganz zerstört werden. Dann bleiben die nämlich noch wohl geformt, sonst ist es irgendwie nur noch ein Brei. Ich meine, der Geschmack ist der gleiche, aber das Auge isst ja auch ein bisschen mit. Sehr schön. Der Ofen ist heiß. Allein die Creme schmeckt jetzt schon wahnsinnig gut. Und da fällt mir doch glatt ein, was ich vergessen habe. Das Mandelaroma. Also schnell nochmal den Besen drauf. Und ein bisschen noch unter, obwohl... Bei dem Mandelaroma nehmt ihr fast das ganze Fläschchen. Es ist sehr geschmacksintensiv, ja? Vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Könnte man auch weglassen. Ich finde, es gibt dem Ganzen nochmal den besonderen Kick. Ein letztes Mal durchrühren. Das Backblech habe ich schon mit Backpapier ausgelegt. Ich hole jetzt mal die Kamera, dann sieht man vielleicht besser, wie das aussieht von nahe. So, Backofen ist heiß, Backblech ist ausgelegt. Hier ist die Masse schön gleichmäßig und die Früchte sind auch noch drin. Und jetzt gießen wir einfach... Gar nicht so einfach, alles parallel zu machen. Die Masse hier drauf. Und dann verteilen wir das Ganze schön in die Ecken, schön gleichmäßig. So sollte das dann aussehen, schön gleichmäßig verteilt. Und dann kommt es in den Backofen. Ich tue das jetzt auf mittlerer Schiene. Und stelle mir die Uhr erstmal so für eine halbe Stunde. 30 Minuten. Und dann gucke ich mir das Ganze mal an, wie das aussieht. Ob es vielleicht noch ein bisschen länger braucht, weil ich jetzt, wie gesagt, von der Menge her recht viel gemacht habe. Dann braucht es natürlich auch ein bisschen länger. Dann lassen wir es mal duften. Die halbe Stunde ist um, aber ich zeige euch das jetzt mal. Das braucht noch ein bisschen. Das muss nämlich überall schön braun werden. Ich schätze mal noch so 10 Minuten. Ja, wie du sehen kannst, wird der jetzt schon schön braun. Und ich nehme ihn auch so raus. Also mag ich ihn am liebsten, obwohl er ja nicht für mich ist. Perfekt. Damit der jetzt erstmal schön abkühlen kann,
habe ich hier das Rost hingelegt und wir ziehen den da jetzt rüber. So. So kann der erstmal schön abkühlen und dann braucht ihr eigentlich gleich nur noch so einen Pizzaschneider und den dann in ein paar Stückchen schneiden und dann kann er direkt gegessen werden. Guten Appetit!